Herzlich willkommen zu einem neuen Video für Unreal Engine Tutorials. Heute schauen wir uns an, wie Objektreferenzen funktionieren. Dazu sind wir wieder im Third-Person-Template in Unreal Engine 5 und gehen erstmal auf den Level Blueprint. Genau. So. Ich mache das etwas schneller, weil wir das auch in einem anderen Video schon besprochen haben. Also ich werde erstmal zwei Trigger Boxen hinsetzen. Ja. Werde die skalieren. Mit R gedrückt, etwas vergrößern, mit Alt duplizieren, hier gedrückt halten und also markiert rechte Maustaste, Add Event, Collision, Add Actor on Begin Overlaps. So, jetzt werde ich hier zwei Variablen definieren. Die eine Variable soll heißen Schalter 1, die andere Variable soll heißen Schalter 2. So. Das ist erste Triggerbox 1. Jetzt markiere ich auch den Triggerbox 2, rechte Maustaste, Add Event, Collision, Actor, Overlap. So, wenn wir durch Triggerbox 1 laufen, soll die Schalter 1 auf True gesetzt werden. Bei Triggerbox 2 soll Schalter 2 auf True gesetzt werden. So, jetzt machen wir ein End-Boolean. Werden beide Booleans verglichen. Wenn beide wahr sind, wird dann ein True ausgegeben mit einem If. Ja, Bedingung. So, verbinden wir die beiden und falls hier true ist, print string. Hier ist print string. Das Steuerung W dupliz nee, Steuerung D. Ja, mittlerweile bei Unreal Engine 5 ist es Steuerung D. Wird es dupliziert. True ist, beide Schalter sind aktiv. Beide Schalter sind an. Sind an. Einer fehlt noch. Ein Schalter fehlt noch. So. Noch. Also soweit waren wir im letzten Video. Jetzt wollen wir Folgendes machen. Wir wollen, wenn wir das Spiel starten, nicht oben links den Schriftsatz, sondern wir wollen quasi, also hier oben links ist ja der Print String. Wir wollen aber ein Text Render Object. Das heißt, hier im Place Actors können wir auch Text eingeben. Und hier ist ein Text Render Object. Ja? Das ist ein Objekt, der, wie der Name auch schon sagt, Text gibt, das drehen wir, das ziehen wir erstmal rein in unser Level und ziehen das erste Mal genau. So. Das ist ein Textrender. Hier links im Details Panel können wir natürlich vieles einstellen, darunter auch die Schriftart, wie es linksbündig, mittig und die Größe unter anderem. Hier können wir mal statt 26 60 eingeben, damit es größer wird. Genau, Text. Diese Eigenschaft wollen wir ändern, sobald wir hier oder hier durchgehen. Ja? Das soll sich dann quasi ändern, dynamisch. Wie machen wir das? Das ist ja ein Actor. Wenn wir darauf drücken und das ist dann markiert und rechtsklicken, dann haben wir ein Create a Reference to Text Render Actor. Ja? Jetzt haben wir, diese Referenz bezieht sich auf diesen Actor quasi. Ja? Und diesen Actor können wir dynamisch ändern. Das heißt, die Eigenschaften, die wir hier unten sehen, unter anderem der Inhalt, ja, wenn ich schreibe Hallo, ja, dann ändert sich diese Eigenschaft Text, können wir dynamisch durch diesen Referenz ändern. Wie machen wir das? Wir wollen Folgendes. Wir wollen diese beiden Texte, die beiden Texte in diesen Text aus, Actor ausgegeben haben. Dazu tun wir noch eine Variable hinzufügen, das ist dann Text, ja, ist egal eigentlich, wie ihr das nennt, und dann stellt ihr hier diese Variable auf den Typ String. So, jetzt wollen wir den Text ändern, das heißt, ziehen wir einen Pin raus und schreiben hier Text, ja, und hier steht Set Text in Klammern Text Render. So, wenn wir hier draufklicken, dann haben wir die Eigenschaft, diese Eigenschaft ist genau das, was hier quasi überschrieben wird. So. Dieser Wert ist wichtig hier, der Value. Der Value gibt an, welcher Text. Das heißt, das ist ein String Value. Sieht man auch an den Farben, an der Farbe. Ist das ein String? Promote? Ja, nee, das ist ein Text, Texttyp. Ist ja auch egal, das konvertiert ja auch Unreal Engine auch dynamisch. So, diesen Value wollen wir ändern, je nachdem. Ja? So, jetzt. Diese Textausgabe, wir wollen das setzen. Ja? Sobald
beide Schalter umgelegt sind, soll diese Variable auf den Wert beide Schalter sind an gesetzt werden. Und jetzt duplizieren wir das Ganze mit Steuerung D und verbinden auch das False darunter und schreiben den gleichen Text, den wir hier haben, genau auch hier rein. Ja? So, jetzt haben wir schon mal die Variablen, die wir quasi definieren. Also der Wert, dieser Wert ändert sich je nachdem, ob true oder false ist. So, den Text, die Textvariable wollen wir jetzt mitnehmen. So, die Textvariable, die verbinden wir hiermit, dann konvertiert automatisch Unreal Engine diese Variable String in einen Text um, ja, weil diese Variable nur Text annimmt. So, diese Note. So, jetzt verbinden wir dieses Stück mit dem hier und dieses Stück mit dem hier, ja. So, also nochmal zur Wiederholung. Ich gehe durch den Triggerbox. Schalter 1 wird aktiv. Schalter 2 ist noch nicht aktiv, also false, weil das End false ausgibt. Das heißt, ein Schalter fehlt noch, wird gesetzt und dieser gesetzte Wert wird dann in so einen Actor aktualisiert. So, das können wir mal richtig groß machen, so richtig übertrieben groß, ja, damit man das auch sieht. Aber das wird dann zu groß. Nehmen wir mal 100. Ja. Und so. So, jetzt gehen wir auf Speichern. Compile ist sehr wichtig, damit es auch umgesetzt wird. Und Play. So, jetzt gehen wir mit unserem Charakter durch ein Feld. Ah, da steht, ein Schalter fehlt noch, ja? Okay, die Schrift verschwindet jetzt in der Mauer. Und wenn wir durch den zweiten gehen, beide Schalter sind aktiv, ja? Jetzt haben wir es wunderbar hinbekommen, dass das irgendwie, das ist auf beiden. So, das könnt ihr auch in euren Spielen umsetzen, wenn ihr zum Beispiel eine Anzeigetafel habt, in der ein Text-Render-Actor ist, dann könnt ihr auch den Spieler hinzuweisen, wo er was zu tun hat. Ein Schalter fehlt noch, beide Schalter sind aktiv, beide Schalter sind an. So, jetzt können wir noch Folgendes machen, wir können noch diese beiden Schalter nochmal auf 0 setzen, nachdem beide auf True sind, ja. Dazu halten wir die Alt-Taste und klicken hier drauf, damit wir die Verbindung unterbrechen können und ziehen erstmal Schalter 1, setzen es aufs, also gehen mit Set drauf und dann noch ein Set-Node, verbinden die beiden Stücke. Ja. Ja. So. Also wenn beide True sind, dann wird es auf 0 wieder gesetzt, ja, damit der Spieler quasi wieder anfangen kann, beides und durch beide Triggerboxen zu gehen. Jetzt schauen wir uns unser Ergebnis nochmal an. Also durch 1, da steht ein Schalter fehlt noch. Wo ist denn der Schalter? Ah, beide Schalter sind aktiv, ja. Und dann wird es auch wieder auf 0 gesetzt. Ja, also nochmal. Ein Schalter fehlt noch. Genau, das eine ist schon aktiv. Beide Schalter sind an. So, jetzt könnte der Spieler hier durchgehen und eine Tür geht auf, ja. Das sehen wir uns im späteren Verlauf an. Das war's für heute an Videos. Also ihr könnt Actors immer referenzieren und quasi mit den Eigenschaften dynamisch, je nach Bedingungen, zum Beispiel hier sind es zwei Boolean-Werte und If-Bedingungen, könnt ihr dynamisch diesen Referenz ändern mit Z-Text. Ihr könntet auch die Schrift ändern, die Animation, je nachdem. Da sind eure Kreativität keine Grenzen gesetzt. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.